Ja, das hoffe ich auch, Herr Professor. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Professor, in meinem Vortrag erzähle ich Ihnen heute etwas über die Knieendoprothetik, individuelle Knieendoprothetik, über neuere Modelle, im Allgemeinen über die Grundüberlegungen in Bezug zum Prothesendesign. Dieses Bild haben wir eben im Vortrag von Dr. Meyer gesehen. Wir haben ein Schädigungsmuster, was das mediale Kompartiment betrifft. Und da haben wir gesehen, da kann man sowohl hinsichtlich mit einer medialen Schädelprothese arbeiten oder je nachdem, wenn die Indikation besteht, mit einer Umstellungsosteotomie. Nun gibt es aber auch Patienten, wenn wir uns dieses arthroskopische Video anschauen, die so ein Schädigungsmuster haben. Das ist die Kniescheibe, das ist das Gleichlager, die Trochlea der Kniescheibe. Sie sehen, dass der Knorpel hier nicht ganz in Ordnung ist. Und wenn man jetzt noch, wir gehen gleich nochmal zurück, dann sehen wir, dass hier auch total entknorpelt ist, hinter der Kniescheibe im Gleitlager. Gleichermaßen sehen wir jetzt gleich hier im Interkondylärbereich, das vordere Kreuzband, das ist intakt. Wir gehen nach außen, der Außenmeniskus ist in Ordnung, die Oberschenkelrolle außen und das Tibiaplateau, da ist der Knorpel auch in Ordnung. Und das Gleiche gilt auch für die Innenseite. Hier einmal das Röntgenbild dazu. Also wir haben ein Schädigungsmuster, was das femoropatellare Gelenk betrifft. Dementsprechend, wenn wir jetzt danach gehen und versuchen, den Patienten so zu versorgen, nach dem Schädigungsmuster und individuell Anatomie des Patienten, müssen wir dem Patienten so eine Femoropatellarprothese empfehlen. Letztendlich sehen wir hier eine Femoropatellarprothese älteren Modells. Man sieht wirklich hier, dass diese Prothese sehr stark aufträgt in diesem Bereich und das hat oft zu Problemen bei den Patienten geführt. Hier nochmal ein intraoperatives Bild. Sie sehen hier ein Overstuffing der Prothese. Die sitzt nicht richtig bündig. Das heißt, das führt zu Problemen, das impinscht. Bei den neuen, der natürlichen Trochlearform angepassten Femoropatellarprothesen ist es so, dass der Krümmungsradius der Trochlea exakt superior, inferior angepasst wird, medial zu lateral. In den verschiedenen Operationsschritten wird einmal die Defektgröße ausgemessen. Es wird gemessen, wie tief darf ich fräsen. Es muss genau alles gemessen werden. Hier wird dann die Fräse angesetzt. Dann kommt hier die Schablone drauf, weil das Fräsen ist hier nicht ganz einfach. Wir haben nicht eine plane Fläche, sondern eher so eine ovale Fläche, die etwas letztendlich eine Kuhle nach innen hat. Und man muss gewährleisten, dass letztendlich, wenn man die Prothese einsetzt, die Ränder wirklich bündig sitzen. Und wenn man das seitliche Röntgenbild anschaut, dass wir hier kein Auftragen haben der Knie der Prothese. Nun gibt es auch Patienten, die ein Schädigungsmuster haben, wo sowohl hier das Femoropatellargelenk betroffen ist, als auch das mediale Kompartiment. Also wir sprechen von der ventromedialen Arthrose. Und hier bei diesen Patienten ist es so, dass die konventionellen Zweidrittelprothesen das ja nicht geschafft haben, den Krümmungsradius der Trochlea und des medialen Kondylus in einem ausreichenden Maße zu berücksichtigen. Dementsprechend kommt hier die individuell angepasste Prothese für den Patienten, wo anhand eines CTs, eine 3D-Rekonstruktion hergestellt wird und anhand dieser 3D-Rekonstruktion wurde diese Negativform hergestellt und anhand dessen wird die wirklich individuell dem Trochlearradius und der Femokondyle angepasst die Prothese hergestellt. Es wird nicht nur diese Prothese hergestellt, sondern auch das Material, was man benötigt, um diese einzelnen operativen Schritte mit dem Fräsen und Schneiden und so, werden auch individuell für den Patienten hergestellt. Das Röntgenbild einmal dazu bei dieser Zweidrittelprothese. Er sieht hier etwas komisch aus, aber glauben Sie mir, so sollte das auch sein von der Lage her. Nun gibt es aber auch Patienten, die in allen Kompartimenten eine Arthrose haben. Das heißt, es ist eine Totalendoprothese notwendig. Was ist dann? Dann muss man sich wirklich Gedanken machen hinsichtlich der Kinematik des Kniegelenkes. Und da war man früher der Auffassung, dass das Kniegelenk ein reines Scharniergelenk als Scharniergelenk funktioniert. Die Bewegung erfolgt um eine quer verlaufende horizontale Achse und das Drehzentrum wandert dabei und der Radius von der Achse des Drehzentrums wird je nach Beugung verändert er sich zur Gelenkfläche hin. Und man war auch früher der Auffassung, dass die Drehachse senkrecht letztendlich zu der anatomischen Achse des Kniegelenkes verläuft. Dementsprechend wurden die Prothesen auch hergestellt. Also nach dieser Gelenkfläche dann auch hergestellt. Und so sah das dann aus. Wir haben hier die Drehachsen bei den verschiedenen Beugungen und wir haben einmal immer wieder einen unterschiedlichen Radius zur Gelenkfläche. Nun hat man dann in der Realität festgestellt, in verschiedenen Studien, dass das Kniegelenk nicht als ein reines Scharniergelenk funktioniert. Es findet im mittleren Bereich, kommt es oft zu einem Stabilitätsverlust, wie wir hier in dem Video gleich nochmal sehen, mit der Folge einer Schmerzentstehung. Man hat nämlich letztendlich auch festgestellt, dass die Bewegung eine Drehrotationsbewegung plus eine Dorsalverschiebung, also wir haben, das sind die Rotationslinien, das heißt, das Knie rotiert einmal um diese Punkte
Und es findet eine Rotation um den medialen Drehpunkt und es findet gleichzeitig eine Dorsalverschiebung des Ganzen statt. Und bei dieser Feststellung hat man dann auch gemerkt, dass wenn man die Prothesen so herstellt, wie wir gerade gesagt haben, also wie der normale Bewegungsablauf des Kniegelenkes, ist es so, dass dann der Radius immer gleich bleibt bei den Bewegungen im Vergleich zu diesen Multis-Radius-Prothesen. Und die Voraussetzung dafür war für diese Prothesen, die anatomische Drehachse läuft nicht senkrecht, sondern eher schräg zur anatomischen Achse des Kniegelenkes. Und dementsprechend hat man bei den neuen Prothesenmodellen das auch berücksichtigt, dass die Anatomie des medialen Femurkondylus anders ist als die Anatomie des lateralen Femurkondylus. Und bei der individuellen Prothese wird das so oder so berücksichtigt, da wird der tibiale Cut, also der distale Femurschnitt, wird nicht gleichzeitig durchgeführt, sondern es wird erstmal der laterale Schnitt gesetzt und anschließend wird dann der mediale Schnitt durchgeführt, wo etwas weniger letztendlich weggenommen wird, weil auch eine unterschiedliche Anatomie vorherrscht. Dann werden diese Probeblöcke aufgesetzt, die individuell hergestellt sind. Hier werden dann angepasst, geschaut, ob das auch alles so passt. Und das zeige ich Ihnen jetzt einmal von hinten. Sie sehen wirklich, das ist jetzt lateral hier. Sie sehen, der Femurkondylus lateral ist hier von der Form anders zu medial und aber auch von der Stärke her ist der anders. Der mediale geht etwas tiefer. Aber auch das Inlay selber zeigt uns hier, dass hier eine unterschiedliche Stärke herrscht und dementsprechend auch eine unterschiedliche Form. Das heißt also individuell der Anatomie des Kniegelenks des Patienten. Hier sehen wir nochmal diese neueren Modelle. Das ist jetzt auch nicht eine individuelle Prothese, sondern die neueren Modelle, wo der Bewegungsablauf berücksichtigt worden ist. Man sieht, die Drehachse wandert nicht und wir haben auch nicht diese Instabilität, wie wir es in dem Video zuvor gesehen haben. Des Weiteren haben die neuen Prothesenmodelle auch, da wurde auch das Inlay berücksichtigt. Wir sprachen ja auch, dass eine Rotation stattfindet, sowohl in Extension und auch in Flexion. Damit dies gewährleistet wird, ist in den neuen Inlays ein Rotationsbogen eingearbeitet, sodass die Kufen hier nicht anstoßen und letztendlich die Rotationsbewegung auch zugelassen wird. Bei der individuellen angepassten Prothese hat man das so gelöst, dass man da zwei verschiedene Inlays nimmt. Und so kann man wirklich von der Form her das so machen, dass das individuell dem Patienten angepasst ist. Man sieht, das hier, ich weiß nicht, ob Sie es von dort hinten sehen, ist kleiner, es ist schmaler als das Inlay hier und so sollte es sein. Um einmal kurz zusammenzufassen, Ziel der endoprothetischen Versorgung, meine Damen und Herren, ist es, oder unser Ziel ist es, wir möchten erreichen, dass der Patient uns, aber vielleicht darf ich das nicht so formulieren, nicht uns vergisst, aber unsere Operation sollte er vergessen. Dann ist gewährleistet, dass wir erfolgreich waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.